Hallo und herzlich willkommen, wir sind auf meinem Kanal. Ich begrüße Ihnen recht herzlich zu einer weiteren Runde NHL 22 zum BR Pro. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und in der letzten Folge haben wir wieder eine Niederlage und einen Sieg eingesteckt. Da hoffe ich jetzt, dass wir jetzt gegen den Erstplatzierten gleich zum Anfang einen Sieg einstecken. Wir müssen glänzen in dieser Partie, meine lieben Sportsfreunde. Wir müssen gegen den Ersten glänzen, dass wir haben sagen, wir sind in deinen Windschatten. Wir haben aber leider keine Vorteile. Dafür haben die Ducks zu Hause die kompletten Vorteile auf ihrer Seite. Wir haben aber derzeit keine Ziele, außer Nummer 1 zu werden in der Liga und in der Division. Aber die Ducks haben heute wahrscheinlich eine gute Season. Aber das macht nichts. Wir werden uns hoffentlich die 3 Punkte krallen. Und dann ab auf den ersten Platz gehen. So da. Ist jetzt die Sticke morgen, wenn ich zum Laden. So, links außen spielen wir. Im Honda Center. Obwohl, das hat er jetzt gut gemacht. Glaube ich zumindest. Taxi Boy, ah, Ducky Boy, so würde ich sagen. Fast hätte er Tor geschossen, aber nur fast. Und jetzt! Ah, richtige Richtung, aber zu schwach einfach. Nummer 46. Mal schauen, Center. 0-0, noch 9 Minuten 27 im ersten Drittel. Ab geht's. Jawohl, gut gemacht, gut gemacht. Jungs, gut gemacht. Ah. Das hätte ich nicht gemacht. 43 Tore in dieser Season, meine lieben Sportsfreunde. Das war doch ein gewaltiges Tor. Ich hoffe, wir kriegen da noch eine Wiederholung davor. Jawohl, lang, Abpraller und drin ist er. 1:0 für Seattle in der Begegnung. Der erste gegen den dritten. Seattle gegen die Ducks. Ende vom ersten Drittel und es steht 1:0 für Seattle. Da sehen wir es nochmal. Grandios, grandios. Tor für Seattle. Auf geht's. Zweites Drittel, ich bin gut drauf. Der erste gegen den zweiten. Die Hütte ist gebrochen voll.
Jo, Coach. Druck vorzuhalten, mache ich doch, Coach. Alles fürs Team. Logisch, alles fürs Team, alles fürs Team. Leider nicht so ausgegangen, wie ich das viel gestört habe, aber Druck, Druck müssen wir machen, liebe Sportsfreunde. Ein Spieler stören, Frieda Mais. Konzentration müssen wir draus bringen von der Nummer 46. Schon lang kein Prügelmerk. Ja, das ist. Aber heute, ich sag's euch, heute geht's mal. Hinten rein. Ah, Abroller am eigenen Mann! Ich hab schon lange keine Prügelei mehr gehabt am Eis, so würde ich sagen. So, jetzt hat auf geht's, auf geht's, auf geht's. Ah, Short, Short, Short. Ein zweites Tor war ganz gut für meine Tabelle als Topstorger. Zumindest ein Assist zu erspülen. Ist klar, der will Topstorger bleiben. Wir wollen Topstorger werden. Ah, zumindest haben wir noch XB angesandt vor dem Schlusspfiff. Vor der Schlusssirene, so würde ich sagen. Auf geht's, letztes und entscheidendes Drittel, meine lieben Sportsfreunde. Der Platz bei den Punkten. Jawohl, 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 nein! Jetzt sag einmal, jetzt hat. Komm schon, komm schon.
Ich wollte ihn ja prügeln. Auf dies war er aus. Ah, erste Strafe für Joksitz, oder? Ah, das ist wieder das. Der Scheißding, was wir vor ein paar Folgen gehabt haben. Ich muss zuerst warten, bis es spült, damit das ist übertauchen kann. Vorne 30, steht er wieder 2-2-1. So. Sauber gemacht, HP. Scheibenbesitz. Anstatt das Tag geben jetzt, du elendiger Zipfe. Heimtor leer, Heimtor leer. Gib's mir die Scheibe. Jawohl, jawohl. Nein. Gib's mir die Scheibe. Ich mache ein Tor. Bin mir nicht die Nummer 37 immer behindern tat. Hab bestimmt nicht laufen zum Tor. Ah, auf die Bank. Weil das ist nämlich mein Tor. Zwei Tore in diesem Spiel. 44 Tore in dieser Saison. Absolut gewaltig. Ich habe mich im Coach widersetzt und dafür kassiere ich sogar noch Punkte und nur ein zusätzliches Tor. Gewaltig. Fällt mir. Das wäre der 100%ige Sieg. Und zwar 3-2-Sieg. Konkurrenzkampf ist schon groß im Team gegen die Nummer 37 jetzt von mir. Ich würde ihn vom Podest stoßen. Bam! Und drinnen war er. Und nur mal drin war er. Der Goli von die Dax hat einmal gut hergehebt. Das muss man schon sagen. Haben wir uns da zwei mit einem Tor, einem Assist. Zwei Toren, also haben wir drei Tore, ein Assist. Wir schließen ab. Wir haben 44 Tore, 29 Assists und 8 Kämpfe jetzt auf unserer Liste. Wow.
last night as we were joined on the line by Ray Ferraro. I mean, that's a big time effort all around, wouldn't you say? Yeah, as you get late in the year, you're especially a year like this where you can't quite make out what the team is. Are they good or bad, or are they somewhere in between? It seems like Wachstum interessiert, Wachstum interessiert, 1,3. And you know, they got a boost. Sinn geht auch, physisch ist auch gegangen, okay. Really good year for them, and you know, he combines. Aber er paar Strafen kassiert hat heute. Aber macht er nichts, macht nichts. Wir skippen uns nach vorn zu die nach Los Angeles. Zu die Kings, das Wort, die haben wir leider nicht geschafft auf dem ersten Platz, aber wir sind einer wenigstens nachgekommen. Wir sind einer wenigstens nachgekommen. Startzentrale, das ist wichtig. And the freshman making his mark in this one, lighting the lamp in the genau um einen Punkt bin ich wieder hinter ihm. Verdammt! Ich habe mir gedacht, ich komme am Füche. Well, with this one all in the books, let's catch you caught up on some ein Punkt trennt uns nur vor einer heim. Ein Punkt. The Penguins had a tall order to fill as they tried to take two on the road against the Rangers. Pittsburgh takes this one. Das heißt, wir müssen jetzt Gas geben. Wir müssen jetzt Gas geben, meine lieben Sportsfreunde, gegen Los Angeles. Wir müssen dieses Ding gewinnen. Anaheim muss verlieren. Wir müssen jetzt endlich die Führung in der Tabelle übernehmen. Wir sind die Newcomer. Wir müssen. Verteidigung und Tore liegen auf unserer Seite, Angriff auf der Seite der Los Angeles Kings. Auf geht's, würde ich sagen, auf geht's. Sehr gut, die Tore geschossen, die letzten drei Spielen. So, auf geht's, Buschen, auf geht's. Links ausgespült. Immer nur im Echt, wenn wir wieder rechts ausgespült. Gibt mir zu fett die Strafe wegen Beinstellen. Aber wir haben wenigstens der Stopp. Den King. Zu 0 für Los Angeles. Spring, Schiri, spring, wenn man jetzt gerade denkt. Ich habe meinen eigenen Spielstil. Wir stehen so beieinander, dass wir die Ölgötzen. So, jetzt besser. Was, wer hat das Tor geschossen? Das hat mich interessieren. Sagen Sie nicht.
Jetzt muss ich mal ins Meer schießen. Im Tor drin, da. Ja, top. Ein, top. Bei SM, bei den Top 10 bin ich auf Platz 1, so würde ich sagen. Komm schon, Jungs, komm schon. Jeder Watz kann mehr zum Tor schießen. Komm schon. Genau. Holt sich die Scheibe, holt sich die Scheibe. Druck, Druck, Druck und nur einmal Druck. Jawohl, jawohl, wir haben, wir haben, wir haben, wir haben, wir haben. Ja, Pro ist einfach geil. Es ist nur geil, man kann ein bisschen Druck machen. Aber ich liebe genauso das BR-Team. Achso, ja, bei dir. Seattles, nicht bei den Wölfen, nicht Wölfen. Falsches Let's Play in den Kopf gehabt. Tja, jetzt beim Game, vielleicht hätte ich es geschafft. Vielleicht. Ist das so, hätte ich es auf alle Fälle gemacht. Unser Top-Stoker. Jetzt letztes und entscheidendes Drittel. Ein bisschen Gehässigkeit. Jetzt, Schluss aus. Ich will ihn einfach stürzen. Ich will ihn einfach von seiner Position hochstürzen. Ich will endlich Topstorger werden. Ah, warum denn? Teufel, noch eins. Ich hab 44 Tore, 29 Assists. Und schaff's nicht
auf die Topscorer-Position zu kommen. So. Ich war jetzt lang genug da fürs Team. Jetzt bin ich an der Reihe. Ja, magst du so schauen, so grimmig? Ich will auf dem Topscorer-Podest. Aufs, so würde ich sagen, aufs. Sei wirklich rabiato. Station. Das Ding her. Typ 18 noch. Ja, endlich spiel ich wieder rechts außen. So ein Haifisch im Becken. Ich glaube, ist auch bei Seattle, die Nummer 37. Bei 44. Plus minus bin ich auf dem ersten Platz. Wenigstens da habe ich ihn. Packt. In der Liste. Zweite Liste, wo ich auf Nummer 1 bin. Stürzt sich da in den Weg ein, wo ich meine Schussbahn habe. Auch gerade, bis ich bei einem anderen Team bin, leider. Die jagen irgendwann einmal. Ist das Tor vom HB. 45 Tore in dieser Season. Hervorragend, hervorragend. Endlich hat es geklappt. Mein Stargetue hat sich ausgezahlt. Das werden wir gleich beibehalten. Und das zweite Tor habe ich auch noch im heutigen Abend. Super. Jetzt geht's dahin. Vielleicht schaffe ich einen Hattrick. Vielleicht schaffe ich den Hattrick. 46 Tore in dieser Season.
Schiete. Aber es ist ja nur Zeit. Es könnte sich noch ausgehen. Ja, genau, weil ich den umarmen darf noch. Weil er mit mir gleich zieht. Janine. Kunze. Ich dachte wieder ein Tor mehr schießt. Bin ich wieder unter Druck. Top 10 Tore bin ich auf dem zweiten Platz. Sich ein Tor mehr ausgeht. 5-1. Der Sieg ist uns einmal sicher. Ein Doppelsieg passt gut. Nur mal 3 Punkte. Und 5-1 bleibt es auch. Hervorragend. Den Sieg haben wir in unserer Taschen. Topstorger werde ich wahrscheinlich nicht werden mit 46 Tore und kein Assist. Sie ist mir auch auf keinen Kampf eingefallen. Eingegangen. Nummer 1 da mit 3 Assist. Dann bin ich da Nummer 2. Ein Assist habe ich, Gott sei Dank. Ja, weil er halt einen Check hat. 3 Stars. 4 Tore. 5 Assists. Aber insgesamt 30. 30 Assists haben wir. Dann schauen wir mal, ob dies zur Tabellenführung ausreicht. Certainly an eye-opening performance after last night. Can they build on that though now? Can they get a little momentum here down the stretch? Let's get back to the phones. We go to the Beast in High River. How are you, sir? You growling tonight? No, you know, I'm feeling pretty good. Wachstum interessiert mich. Was 3? Sind die Sorge gegangen? Fühlst du die Sorge gegangen? I'll tell you what. He has been one of the real shining spots with this roster. What do you like about him? Well, he doesn't look out of place. It doesn't look like the game's too big for him. He's seeing the ice. Yeah. He gets to the right spot. Neues Gespräch. He looks like a guy that's been playing this game for years. High praise from High River. Thanks, Beast. No problem. All right, let's take a quick pause for the cause. We got a lot more coming your way. The phone lines are jammed. Jump on board if you want. Hey, no cool. Of action and drama on the ice tonight. Let's take a look at what happened elsewhere. The Kraken played a game against the Kings. Seattle pummels the opposition into submission with a big offensive night. And the hyped-up rookie had plenty of reason to get this celly going when he found the back of the net. And here's how it sounded. This has been a fun one to call here tonight. Mein Mentor findet cool hier bei Seattle. Hey, with this one all said and done, let's get you caught up on some of the other final matches. Rückspiel gegen Los Angeles. And
coming into this one. Can he hit 50? That's what we're wondering right there on the cut line. Can they hit that 50 goal mark? You say? That would be a fun storyline to track as we inch closer and closer to puck drop. Ray Ferraro will join me up in the broadcast booth in just a few minutes. We'll get his thoughts as we get ready. Number 2 mal Vegas. Well, let's take a look at how the standings wird schon passen. Were impacted wenn with Sie some of so sagen, dann wird die schon so passen. The Sabres took on the Rangers. Buffalo tightens it up when they needed to most late, and they get the win. The Coyotes took to the ice to lock up with the Jets. Winnipeg pressed on, always persevered, and they get the win. The Panthers were in hoping to quiet einfach the crowd on the road gute against season. The Maple Leafs. 44 Siege haben wir, 45, 21 Niederlagen haben wir, aber wir 20 geht. Dreimal Overtime-Niederlagen, dafür 35 Overtime-Siege, mir 43. Das macht genau den einen Punkt aus, gell? Das macht genau den einen Punkt aus. Die Jacks geben auch noch Punkte aus. Wahrscheinlich einen Punkt. Einen verdammten Punkt bin ich hinterher. Der Janine. Ja, ja, macht nichts. Macht nichts. Wir werden hoffentlich schon noch Topstalker. Vielleicht checken sie das nächste Mal aus. Na gut, meine lieben Sportsfreunde, das war's aber für diese sportliche Folge. Ich hoffe, ich habe so ein bisschen Spaß gehabt, trotz meines blöden Getues. Wenn ja, würde ich mich über den Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, so dass, wenn es hier aus der NHL mit dem HB weitergeht, nichts mehr Neues versäumt wird. Und dann wünsche ich nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann du dir hier dieses Video anschaust. Vergesst mal meinen Leitspruch nicht. In den Formen getrennt, in der Sache vereint. Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen doch hoffentlich, ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin und man kann es quotieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, dies ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.